Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass wir 10, wie hießen die Dinger nochmal, Teile brauchen. Irgendwelche Schrottteile. Oh, ich sehe gerade, die füllen sich nicht einmal am Tag auf, weil hier unten ist nämlich... Hallo! Hallo, was ist jetzt los? Och Mann, habe ich mich jetzt erschrocken. Das verstehe ich nicht an diesem Spiel. Du bist mitten in der Gegend am Rumlaufen und der erzählt dir irgendwas vom neuen Tag. The decorating you did yesterday really lit up the place. It's really beginning to feel like a home. Ich guck mal hier oben. Ah, jetzt ist doch da unten noch ein neues. Toll. Stelle den gelben Wald wieder her. Yeah, there's a bunch of them littered around the planet. Never did figure out who left them. I tried scanning them with all my instruments over and over. Got nothing to show for it. Feel free to scrutinize them. Maybe you'll spot something I missed. I wonder what this could be. Okay, wir haben wieder ein Artefakt. I wonder what this could be. Zwei Artefakte. Es ist hier irgendwie eine sehr blöde Gegend, weil man hier nur ganz schwer mit dem Mesh durchkommt, habe ich das Gefühl. Nice, fine. Drei Artefakte. Oh Gott, von 14. Ja, das kann ja noch was dauern. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt rum. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Ach, jetzt kann ich dich... Oh. Erst zeigt er mir keinen Fortschritt an und dann, wo ich das Ding dann wechsle, zeigt er mir dann an, dass ich Fortschritt gemacht habe. Das ist auch nicht schlecht. Nice, fine. Okay, hier ist nochmal eins. What a curious object. Ach, wie soll ich denn da rankommen? Soll ich das beim Fliegen machen? Hä? Wie soll ich das denn machen? Der kommt gar nicht so hoch. Nicht die richtige. Boah, ey, ganz ehrlich, was soll das denn? Nee, komme ich nicht ran. Wer hat sich das denn bitte einfallen lassen? Ist das verpackt oder ist das so gewollt? Hä? Weißt du, ob man die Mechs größer machen kann oder so? Weiß ich nicht, ne, keine Ahnung. Ich oder weiß, wie gesagt, so gar nichts darüber, über das Ganze. Eventuell kann man auch den Schub verlängern oder so. Weil also, ich komme da nicht hoch. Das Ding liegt oben und das muss ich halt zweimal draufhauen und dann nochmal E drücken. In meiner Singleplayer-Welt war ich jetzt so weit, wie wir jetzt sind, nicht ganz. Also ich war etwas davor, soll ich mal sagen. Ich hatte nicht diesen Verbesserungstisch, den hatte ich noch nicht. Und, aber da habe ich ja auch wirklich nicht lange, das war die Demo, die ich da gespielt habe immer. Ja, ich glaube, die kann man auch nicht... nee, die liegen ja aber überall so komisch hoch. Was denken die sich denn dabei, das zu machen? Okay, hier kann ich aber wenigstens... What a fascinating ja, das kann discovery. Ich wenigstens noch holen. Aber das eine da hinten, da komme ich so schnell gar nicht hochgeschwebt. Das ist ja total... total blöd. What a curious object. Da musst du aber hier rumfriemeln. Also es ist schon... What a fascinating discovery. Das ist schon gottlos hier, was hier gerade passiert. Ja, und da zielt er natürlich auch gar nicht. I can't wait to analyze this. Also 11 habe ich. Das 12. da komme ich nicht ran. Oder komme ich von... Ja, von da aus komme ich wahrscheinlich auch nicht ran. Muss ich mir mal was einfallen lassen. Hier sind wahrscheinlich keine mehr, nehme ich mal an. Ich weiß auch nicht genau, was ich hier machen soll. Das Ding heißt gelber Wald, aber viel gelb ist hier eigentlich auch nicht. Was ist denn mit dir hier? Nee, das ist. Ich will nicht den Felsen. Nee, das will ich auch nicht. Moment, ich will den Sauger haben. Genau. Hm. Ich sehe hier gerade auch nicht als. Oh! Oh! Ich habe einen Dinosaurierkopf entdeckt. Was zur Hölle? Verbesserung Erntesauger erforderlich. Aber das... Ne, die Verbesserung davon brauche ich ja toll.
Oh, wie viele Verbesserungen braucht man hier? Und man braucht so unheimlich viel. Hä, hey, was war das denn jetzt? Ach so. Achso, nee, das war mit Wasser. Okay. Das hier kann ich, glaube ich, nicht. Dieses rosane Wasser kannst du, glaube ich, nicht nehmen, um was sauber zu machen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Insektenfossil. Okay. Die sehen aus wie kleine Diamanten. Die kannst du abbauen mit der. Mit Warum hast du eigentlich giftiges Unkraut gesät? Hat das irgendwie einen besonderen Grund? Du hast gesagt, das ist kein Unkraut, was du da gesät hast. Nee, du! Ich habe noch gar nichts gesät. Da steht giftiges Unkraut, hättest du gesät. Nein, ich habe noch gar nichts gesät. Also außer die Sachen, die ich in der letzten Folge schon abgeerntet hatte. Was ist mit euch? Kann ich auch nicht machen? Es ist alles das Gleiche. Irgendwo müssen hier aber auch noch... Ah, da ist was sauber. Boah, wie lange klingt das denn ab? Och, Mann. Aber sonst sehe ich hier gerade nichts. Aha. Komme ich da hoch? Hallo. Oh, was bist du denn? Du bist eine weiße Farbblume, aber ich darf dich nicht einsaugen. Warum darf ich dich jetzt nicht einsaugen? Ne? Ich sehe doch schon, was du bist. Warum darf ich dich nicht einsaugen? Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Aha. Ich habe gekämpft und ich habe es geschafft. So. Okay, da kamen wir her. Aber hier sind nirgendwo... Für mich... Oh, halt, warte. Ah, ne, das waren die Bäume. Hier ist nirgendwo für mich sichtbar noch was, was ich mit Wasser wegmachen kann. Ja, die kann ich ja wieder nicht. Aber dich kann ich doch, oder? Auf jeden Fall bist du also deutlich zu weit vom Wasser weggebaut, weil das ist, ja, läufst du wie ein Wolf, wenn du Wasser holen willst. Da ich ja keine Tipps von jemandem bekommen habe, der schon gespielt hat als Demo, musste ich mich da einstellen, wo... Ah, gucke mal, hier haben wir mehr. Cool. Ja gut, da habe ich mich mit Sicherheit auch nicht optimal hingestellt. Was ist jetzt los? Gerade wollte er laufen, läuft zwei Schritte und jetzt geht er wieder nur noch. Oder liegt das hier an dem Unkraut, dass mich das irgendwie... Ah, das Unkraut hält mich zurück, okay. Wir hätten hier vorne am Meer bauen müssen. Da ist auf jeden Fall genug Wasser. Oh, oder auch nicht. Was ist das denn hier? Sintflut oder was? Ah. Oh. Sogar mit Möwengeräuschen. Das ist ja cool. Aber hier sieht es sehr leer aus irgendwie am Wasser. Oh, da hinten ist auch noch was. Wie, ich habe eine Muschel entdeckt, indem ich drüber getrampelt. Nee, das habe ich entdeckt. Ich habe die entdeckt. Die muss man übrigens zerhacken, wenn du die haben willst. Ja, ich bin die ganze Zeit überlegen, ob das hier diese gelben Dinger sind. Aber der hat mir nie was angezeigt. Er zeigt mir auch nichts an, wenn ich da drauf hacke. Nee. Also das sind nicht diese gelben Dinger, die du überall hier so Richtung Wasser und so siehst. Das? Achso, das war ein Baum. Ein Busch. Da kommt eine Pflanzenphase raus. Was ist jetzt los? Moment. Nee, das ist auch keine Muschel. Ah! Ah!
auch eine Muschel gefunden. Jetzt weiß ich, wie sie aussehen. Sehr schön. Und hier soll ich jetzt... Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Das Spiel wird jetzt hier zum Jump and Run oder was? Ist das euer Ernst? Boah, wo kriegt man diese Gummibären her? Das sind diese leuchtenden Teile, die überall in der Nähe vom Lager sind. Nee, das ist nur Samen bei mir. Ich habe keine einzige Beere davon. Die musst du dann einsaugen. Die sind ja immer am Lager gewesen. Aber das sind nur Samen, die musst du pflanzen. Also ich habe sie jetzt gepflanzt, aber sie kommen noch nicht raus. Ach so, wir haben jetzt zwei Heimsymbole, weil wir jetzt zwei Häuser haben. Ja, super. Das ist natürlich toll. Ach, jetzt wird das schon wieder dunkel. Jetzt sehe ich ja schon wieder nur noch die Hälfte. Was ist das denn? Sind das jetzt... Hier sind keine Tiere. Das sind Gummibären. Bin hier irgendwie völlig abseits jeglicher Mesh-Zivilisation unterwegs. Ich weiß auch nicht. Aber ich komme dir trotzdem irgendwie ein bisschen entgegen gerade. Ich bin auch nicht mehr in dem Gebiet, wo ich eigentlich arbeiten sollte, aber ich habe da auch nichts mehr gefunden, dass ich da was kaputt mache. Also nicht kaputt, reparieren konnte quasi. Wie sehen diese Höhlen aus? Sind die groß oder klein? Ach nee, du hast gesagt, da kann man mit dem Mesh nicht rein, oder wie war das? Muss er aussteigen. Also sind die nicht viel größer als man selber wahrscheinlich, ne? Ja, der Eingang ist so klein schon alleine. Ach, hier unten ist doch direkt Wasser neben dem Camp. Ja, super. Ja, da ist doch der gar nicht so schlecht. So, wofür brauchst du jetzt die Gummibären? Ja, ich pflanze, hab die hier gepflanzt, aber sie kommen noch nicht raus. Sie ist noch nicht da. Ja, ja, um halt den Saft zu machen. Ich muss Saft machen, damit ich scheiß Aluminiumstücke machen kann. Aber das dauert ja ewig, bis... Was machst du da? Nicht rausholen! So. Jetzt hast du den Samen rausgeholt. Warum? Nein, ich habe die da reingemacht. Mit Nein, die sind raus. So. Wo bist du, dass ich drei Samen jetzt aus... Gummibären habe ich 8 Stück. Wie kann ich die denn... Ja, mit Space auswählen, aber... Ach so, fallen lassen. Okay. So, hier liegen sie. Danke. Wie viel brauchst du? Jede Menge, weil man braucht ja 2 für ein Öl. Das ist ja total heftig. So, die anderen Sachen sind belegt. Okay. So, ich habe das Feld mal voll gemacht mit den Gummibärensamen. Ne? Ja, das habe ich doch auch gemacht. Hm. Ja, du hast aber nicht alle Felder voll gemacht. Außerdem war da auch Rotkohl irgendwie noch drin. Auf dem anderen. Ich guck mal eben, wenn ich jetzt auf Betreten hier drücke. Effekte, Tierfreund. Wenn Tiere gefüttert werden, besteht die Chance, dass sie zusätzlich Rohstoffe ausgraben. Ah, das passiert aber erst, wenn du dieses Haus hier hast, weil du eben meintest von wegen, dass die da ja, was nee, machen. Der eine hat auch, das geht auch, glaube ich, wenn der ohne Haus ist, machst du da. Ja, und der andere, das war ja der Standardeffekt, du hast die Chance, zusätzliche Rohstoffe in der Wildnis zu finden. Stelle Dekorationen in der Nähe deines Gehöfts auf. Also meinen die wohl doch das Haus. Aber da habe ich Sachen aufgestellt und da hat er nichts von angenommen. Um seine Gemütlichkeit zu steigern. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich verstehe es nicht. Dekoration, Verzierung. So. Pass auf, bis hier, wenn ich rausgehe, reicht das nicht mehr. Dann müssten die 2 aber doch hier angenommen werden. Aber die werden nicht angenommen. Das ist doch irgendwie ist das total unlogisch. So, Maximum, zack. Jetzt wird es aber gesteigert. Nur die Blumen nimmt er nicht an. Also ich verstehe die Logik nicht, ganz ehrlich. Ich verstehe die Logik nicht. Dafür brauchen wir Holz, das kriegen wir schnell hin. Einmal pflanzen, den kriegen wir auch. Du brauchst 3 für ein Ding. Ach du Scheiße, ey. Keine Ahnung. So, zack. So, Maximum.
Maximum. Das heißt, ich brauche 2 Holz, eine Pflanzenfaser, 6 Holz und einmal Pflanzenöl. Aber müssen wir nicht den Handelsposten da machen hier? Hatten wir den nicht fertig? Nee, dafür fehlt uns ja das rote. Dafür müssen wir. Ja, dafür brauchen wir Verbesserungen. Ja. Ja, und das ist ewig, das dauert ewig. Weil du brauchst 3 von den Bärenöl für ein Aluminiumteil. Das heißt, du brauchst 15 von den Öldingen. Und da wir so wenig Bären nur haben. Keine Ahnung. Ach, die Bären brauchtest du dafür? Ja, diese Gummibären. Ja, das ist auch wieder was. Aber die wachsen irgendwie. Und ich habe die gegossen hier, aber die wachsen auf dem Ding hier irgendwie nicht. Doch, die wachsen, aber die brauchen, glaube ich, einen Tag, bis die gewachsen sind. Hm. Ich habe noch mal eine einzelne Gummibäre, aber die hilft da jetzt nicht viel. Was machst du denn hier bei uns? Sag mal. Ja, was der macht, weiß ich auch nicht. Aluminiumteile, Rohstoff entdeckt. Ich glaube, ich habe den jetzt aus Versehen aufgenommen, oder? Nein, Mann, gib den her. Warte mal. Nee, das hast du gemacht. Du hast den aufgenommen. Also, aber man braucht davon eben 5, um diese verbesserten diese verbesserte Säge zu machen. Ich brauch einmal Öl, der ist beschäftigt, willst du mich? Warte, ich mach mal. Ja, einmal lass Öl, uns doch noch einbauen. Dann bau doch noch einen. Das dauert sonst ewig. Wir müssen davon mehr haben. Wieso müssen wir mehr haben? Du musst nicht immer alles schnell haben. Wir können auch mal warten. Ja, aber 5 Stunden wartet jeder drauf, damit das genau, so weitergeht. Genau, 5 Stunden. Das geht doch nicht. Wir machen einen 5-Stunden-Let's Play. Ich brauche doch nur ein einziges Pflanzenöl. Hast du denn kein Pflanzenöl? Weil wenn ich mich nicht daneben stelle, dann klaut die Gameplayerin mir das wieder. Was ist das denn jetzt hier? Hm? Gelber Baum. Willst du mich verarschen? Das ist doch kein gelber Baum hier. Doch, den habe ich aus Versehen gepflanzt. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Und wieso kannst du die pflanzen? Hä? Das ist einfach Baumsamen? Green. Ach stimmt, wir haben Baumsamen, okay. Wir sollten aber vielleicht nochmal eine neue Truhe machen, ne? Da habe ich ja auch Sachen reingemacht. Blaue Farbblume, dann tun wir das mal rein. Zack. Das auch. Zack. Ach, das ist auch nach Kilos, okay. Einfaches Futter brauche ich noch. Holz. Versteinerte Eier. Ach, die kann man sogar verkaufen. Ach, das ist der Handelsposten, dass man die Sachen auch verkaufen kann, oder wie? Och, Mann. So, Baumsprösslinge brauchen wir ja auch nicht aktuell. Weiße Farbblume können auch rein. Muschel, das keine ein bisschen, Ahnung. Bisschen blöd, dass der einfach die Dinger in die Gegend wirft einfach hier dieses. Oh, das finde ich blöd. Dass du was am Machen bist und dann irgendwann klatscht er dir plötzlich dieses Bild da rein. Ey, das verstehe ich überhaupt nicht. Also, die giftige Blasen. Was hast du denn? Was für Blasen? Ach, in unserem Essen? Bei den Gummibären oder was? Nee, Gummibären. Ach, hier. Ich kann die aber nicht einsaugen. Ich glaube, die explodieren. Was machen die denn? Oh! Was hast du gemacht? Ich habe den Bohrer benutzt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war oder ob die einfach. Ah ne, anscheinend ja, ist das richtig. Ach, die machen hier unser Beet kaputt. Oh Mann. Schnell noch die Sachen daraus, man die machen. Oh, was ist das? Wieso wirst du hier ständig in deiner Basis? Ist das wegen der Basis oder ist das der Ort, den wir hier gewählt haben? Weil dann würde ich umziehen. Das ist total nervig. Hey! Wie keine Mund. Ach scheiße, dafür brauche ich Wasser. Ach, jetzt verstehe ich so langsam, warum man das Wasser braucht. Great job. Ach, die verschwinden dann auch, oder? Oder wie? Nee. Hey, jetzt ist hier überall dieser Schleim auf dem Boden.
Ja, den musst du wegmachen, mit Wasser, wie gesagt. Ja. So, mit Wasser kann man... Ich habe kein Wasser. Deswegen bin ich gerade runter, aber ich sehe gerade, hier sind nur noch Gummibären, die bringe ich nur mit. Oh, hier ist auch ganz viel Eisen. Ja, eigentlich sind die bläulich, das weißt du schon, ne? Aber das ist nur Samen, ich krieg da immer nur Samen. Oh, da ist auch noch Aluminium. Nö, da waren jetzt... Oh, in dem Fall waren tatsächlich... Ach so, oder habe ich die Gummibären daher, weil ich die angepflanzt hatte? Das kann natürlich auch sein. Ich hatte ja ein paar schon angepflanzt beim letzten Mal. So. Weg, du mieser Schleim, du. Ich habe jetzt einen zweiten Presser gemacht. Da ist Öl auf der einen Seite da so außen. In die Ecke. Da kannst du dir das Öl nehmen. Hier, das liegt da rum. Der feuert das irgendwie so weit weg. Guck mal. Ja, ich bin hier gerade die Basis am Reinigen. Entschuldigung. Ja, dann nicht. Dann nimmst du ihn nicht. Aber so. Du wolltest doch vorhin Öl haben, ne? Jetzt habe ich wieder kein Wasser mehr. Das ist ja ätzend gemacht. Wow. Also, da gebe ich ganz ehrlich zu, das sind Sachen, die mich persönlich jetzt richtig nerven. Dieses langweilige Hin- und Hergelaufe. Klar, man könnte jetzt theoretisch das Wasser direkt an der Basis haben und nicht jetzt so einen halben Kilometer davon entfernen. Aber es ist trotzdem, also, dass man überhaupt an der Basis angegriffen werden kann, das finde ich schon extremst blöd gemacht. Vielleicht kann man später was bauen, um sich dagegen zu wehren. Keine Ahnung. Ich kenne ja das Spiel noch nicht. Ich spiele das ja jetzt auch erst zum ersten Mal. Aber das ist wirklich gar keine gute Idee gewesen von den Entwicklern. Jetzt hat er hier wieder einen Baum hingebaut. Willst du mich verarschen? Nein, den hab ich nicht dahin gemacht. Ich dachte, wir sollen das hier wieder dingsen. Nein, sollen wir nicht. Wir sind hier am Bauen. Wieso willst du hier Bäume hinbauen? Ich habe die extra alle weggemacht. Die kann man doch dann abdingsen. Ja, die sollen aber weg sein und nicht abmachen. Aber ein Baum ist doch schön. Ja, aber nicht direkt in der Basis drin. So. Guck mal, wir haben fast vollen Niedlichkeitsfaktor. Keine Ahnung, wie das heißt. Hugeneuling, erhöhe die Gemütlichkeit deines Gehöfts auf 1. Yay! Ach, wir haben aber wie kann man den gelben noch... Wald wiederherstellen? Ach, wir haben den Effekt noch gar nicht gehabt. Jetzt kriegen wir zusätzlich die Chance auf zusätzliche Rohstoffe in der Wildnis. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin hier gerade so überrascht und gehypt, dass ich das jetzt freigeschaltet habe hier. So langsam verstehe ich das Spiel. Es hat nur 3 Episoden gedauert. Neuer Effekt, scharfes Auge. Was ist das? Na, warum erkläre ich dem Epi überhaupt irgendwas, wenn er eh nicht zuhört? Ich weiß auch nicht so genau. Das ist wie privat auch. Also da ist es genau das Gleiche. Man redet mit ihm und dann auf einmal dreht er sich um und sagt, hör mal, hast du eigentlich schon das und das gesehen? Und man hat 10 Minuten gerade darüber gesprochen. Ja, aber ich muss es ja intensivieren. Bei reden dir, kann der Kerl auch nicht. Damit du das auch merkst und behältst. Damit ich behalte, was ich dir gerade erklärt habe. Ja, das ist gut. Das ist eine tolle Taktik. Ja, auf jeden Fall. Eieiei, okay. Waren wir hier oben eigentlich schon? Die Wiesen. Nee, Moment, die Wiesen sind wir drauf. Den soll ich füttern. Ich habe kein Futter. Ach, die kriegen von mir nichts mehr. Ey, da kriege ich eh nichts von, wenn ich die fütter. Ach, das war der Anfang hier. Glaube ich. Weil da ist nämlich auch so ein Gerät. Jetzt ist er satt. Da sind wir da. Und er larvt mich. Er hat mir eine Gummibärche gegeben. Der larvt dich. Dankeschön. Also ich glaube, der Epi hat irgendwie zu viel von diesen blauen Glibberzeugs da gegessen. Ich weiß auch nicht. Blubberzeug? Was für Blubberzeug? Ja, diese Gummibären da. Das meine ich mit Glibberzeug. Da unten in der Ecke waren wir aber schon, oder? Moment, da unten ist doch Wasser? Kann das sein? Ja, hier ist Wasser. Die ganze Zeit habe ich kein Wasser gefunden, mehr oder weniger. Und jetzt finde ich hier überall Wasser. Wollt ihr mich denn veräppeln? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier drin?
Die Randklippen. Ja, okay, die haben jetzt ihren Namen hier mehr als verdient. Die sind aber auch noch nicht fertig gesäubert. Ich weiß nicht, aber ich habe hier nichts mehr gesehen. Was? Oh, was haben wir denn hier? Halt, stopp! Bleibst du mal stehen! Wieso läuft der immer weiter? Macht dein Mesh das auch? Ja, der bremst nicht immer. If you're worried about alien monsters, don't be. These things have not moved an inch since I first arrived. Whoever used to live here has not been around. Hey, hallo. Was musst du da machen für? Ist das euer Erz? Ist das euer Erz? So. Okay, da oben versuche ich nicht mehr reinzugehen. Jetzt zumindest noch nicht. I wonder what this could be. 11 von 14 Artefakten hast du da geholt. Schätze haben wir nur 2 von 10. Oh ja, dann bist du an den gelben irgendwas. Gelbe Wald, ja, aber hast du den wiederhergestellt, Schatz? Oder wie? Ja, wie denn? Ich habe noch nicht alle Artefakte und der ist auch noch nicht auf 100%. Wie soll ich den da herstellen? Hallo. Ich mach dir auch nochmal. Du kannst ja mal gucken, ob du da hochkommst. Da ist oben ist ein so ein Ding, was du kaputt machen musst und dann das Artefakt nehmen musst. What a fascinating aber wie discovery. Gesagt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. What a fascinating discovery. Wo bist du denn jetzt hin, du blödes Viech? In den... Achso, ich dachte, er meint mich. Und du dich jetzt ich da sag da jetzt mal nichts mein blödes zu. Viech. Ich hab mir eine Aluminiumstange ausge... Nee, sag ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, wie das aussah. Euer Ernst? Da komme ich doch gar nicht durch. Hallo, Leute. Da komme ich aber auch nicht als Kleiner durch, oder? Das können wir mal ausprobieren, aber... Kann der eigentlich... Der kann gar nicht richtig springen. Aber der kommt da... Seltsame Steine. Kann ich da... Ich kann da durchspringen. Ernsthaft? What a fascinating discovery. Okay. Ja, kein Thema. Ich weiß aber nicht... Hier sind so Blumen... In so Röhren drin. Die kriegst du irgendwie aber auch nicht kaputt. Die hast du auch noch nicht gesehen oder mal rausgekriegt oder so, ne? Nein. Mal wieder zurück. Hätte ich nicht gedacht, dass das so geht, aber cool. Leider nur 4 von 14. Artefakte, weil ich hier nicht weiterkomme. Da kann ich da... Moment, aber da kann ich auch nicht als der Kleine da durch, oder? Da stand irgendwas. Ach so, das war wegen dem Greifen. Ja, okay. Oh, da komme ich doch durch. Was ist das? Geonensplitter. 18 Pflanzen übrigens. Die muss man dann halt alle wieder zurückbringen und dann zu dem Mesh am besten legen, damit er das dann wieder aufsammeln kann. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit man hat, bis die despawnen, ehrlich gesagt. Hier ist auch wieder sowas Komisches. Also die Idee, dass man dann aussteigen muss, um weiter zu erkunden, ist gar nicht so schlecht. Es sei denn, man hat es nicht kapiert, dass man überhaupt aussteigen kann, so wie ich eine ganze Weile. Aber jetzt grundsätzlich... Finde ich das gut, weil ich nur ehrlich gesagt ziemlich scheiße finde, dass hier nur die Ego-Perspektive drin ist. Weil du weißt, ich bin ein absoluter Hasser der Ego-Perspektive, weil man von seiner Umgebung nichts wahrnimmt im Endeffekt. Und vor allen Dingen dann auch schnell mal was übersieht natürlich. Kann ich da... Ach, da kann ich hoch, oder? Hallöchen. Ah, hallo? Oh. Ui! What a fascinating discovery! Roter Kristall! Roter Kristall! Die brauchen wir. Ja. 6 Stück. Ja, die habe ich doch gerade. Ich baue die doch ab. Ich hab die doch gerade abgebaut. Nein, ich hab sie abgebaut. Das kam gerade, als ich sie abgebaut habe. Also habe ich das jetzt abgebaut. Mann, fertig. Hallo! Hast du nicht. Du brauchst dafür die bessere Säbelsäge da. Nein! Die hast du noch nicht. So. Die habe ich gerade gemacht. Nein, hast du nicht. Lüg nicht. Sonst hätte ich die ja auch. So. Jetzt lauf doch nicht da runter. Hilfe.
Ich glaube, ich gehe mal lieber den Weg, den ich reingekommen bin. Ich glaube, der ist einfacher. Nein, ich bin umgefallen. Oh Gott. Mann, ey, was stopp, fällt dir vielleicht mal stopp. Um, ey? Gibt's doch nicht, ey. Aber da unten, ja, da kann ich halt auch nicht hin. Hallo, warum steigt der aus? Ich bin überladen. So. Oh, Moment. Komm ich da? Das wäre jetzt noch eine Option, das mal auszuprobieren. Da komme ich gar nicht hoch, oder? Ui! Alter, dein Ernst? Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt. Dann kann ich das. Oh, dann kann ich das auch in diesem einen Gebiet so machen. Ah! Natürlich. Bin ich jetzt hier eben schon weitergegangen eigentlich? Hä, wo ist unser Haus? Mit dem Haussymbol musst du mal folgen. Ach da. Ich dachte gerade, hä? War ich da eben überladen. Jetzt? Überladen. Nicht da rein, nicht da rein. Oh. Was macht er denn? Da war ich aber doch eben drin, oder nicht? Ganz gut. Da ist aber auch... Doch, da hinten komme ich noch als Kleiner rein. Moment, dann gucke ich da auch nochmal eben nach. So, da ist nichts. Ich habe unseren Handlungsposten aufgebaut. Hat der mich jetzt falsch rum... Moment, das ist doch das, wo ich gerade eben gewinnt... Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Ich bin hier gerade die ganze Strecke zurückgelaufen. Und jetzt stehe ich wieder an der Stelle, wo ich eben war. Muss ich das jetzt verstehen? Aua. Ich bin hier eben zurückgelaufen, bis da vorne. Also beziehungsweise geschwebt, wie auch immer. So, und dann war ich hier. Und dann habe ich das gemacht, bin hier runtergekommen und wollte hier geradeaus weiterlaufen. Und dann habe ich genau das gleiche da gesehen, wie ich jetzt gerade... Also ich bin jetzt hier... Oh, Moment, da unten ist noch was. Da muss ich nochmal raus. Dann hätten wir nämlich die Nummer 10 schon mal. Was für eine Nummer 10? 10 von 14. Oh, ja. Den habe ich übersehen. Nice. 11 von 14. Ich komme mir echt vor wie so ein kleiner Zwerg irgendwie. Oh Moment, da ist noch einer. Hä, den habe ich doch gerade erst gemacht, oder nicht? War der woanders? I wonder what this could be. Das heißt, da fehlen jetzt noch zwei. Kann ich auch nur gucken? Nee, kannst du nicht. Aber es ist hier noch eine Nase. Das heißt, hier oben den können wir noch machen. I wonder what this could be. Boah, ist nicht dein Ernst, dass mir jetzt ein Architekt, wollte ich gerade sagen, ein Artefakt fehlt. So. Ist nicht dein Ernst jetzt hier, ne? Jetzt bin ich so happy, dass ich hier meine Höhle habe, wo ich mal alles hätte kriegen können. Und ihr erzählt mir jetzt hier, dass mir jetzt hier noch eins fehlt. Oh, das ist doch gemein. Ist das draußen vielleicht? Aber gehe ich nicht von aus. Ich denke mal, dass das wenn dann drinnen ist. Ich glaube, wir sind von der anderen Seite gekommen, ne? Was? Achso, großer Baum. Da brauche ich eine Verbesserung für. Ja, ja, das ist okay. Oh, das nervt mich jetzt, ehrlich gesagt. Das finde ich gut. Was denn? Stelle die Tieflandebenen wieder her. Achso, ich bin im nächsten Gebiet jetzt, oder was? Ja, hast du das jetzt frei? Ja, aber gelber? Ja, du bist woanders. Ja, du bist im Tieflandebene. Ja, ich dachte eigentlich, ich komme hier wieder zurück, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Anscheinend muss ich hier jetzt wieder was Neues machen. Mann, wie viel? Ich weiß nicht, wie viele Gebiete es hier noch gibt. Keine Ahnung. Aber da muss ich auch irgendwie zu dir wieder kommen.
was ist das denn hier? Hier ist nochmal... Hier ist so ein komisch leuchtender Baum. Ups, nein, ich wollte nicht. Ich glaube aber, mit dem Baum konnte ich nichts machen, soweit ich weiß. So, ja, ich würde aber trotzdem erstmal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und das ist ja jetzt eh ein neues Gebiet. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.